Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve, dort drüben sitzt der charmante Benny und wir spielen heute The Exit 8 für euch. Und wir fangen an. Ich hab was. Wer ist er? Hallo? Er hat keine Socken an, das gilt es zu verurteilen. Das gibt Käsefüße in deinen Schuhen. Okay, gut. Dann laufe ich jetzt einfach mal los. Es sieht so ein bisschen aus, als wenn wir an einem Bahnhof oder irgendwas sind. Ja, zu einer U-Bahn. Also wenigstens so sauber, wenigstens recht wenig Graffiti. Mhm. Genau. So, keep left. Keep left, schön. dann gehen wir mal links. Okay. Großartig. So, wir sind jetzt noch bei Exit 0. Das heißt, da war jetzt gerade was anscheinend nicht stimmig war. Wir müssen jetzt auf Kleinigkeiten Acht geben, was halt irgendwie anders ist. Und wenn was anderes ist, dann müssen wir rückwärts laufen. Es könnte große Veränderungen sein, aber auch kleine. Muss halt genau darauf achten. Schreibt 257. Auch mal an die Decke schauen. Echt jetzt wirklich? Ach, das ist das. Oh Gott, das, ach du Schande. Na, das wird. Auch mal jetzt zum Beispiel, wenn du dich jetzt umdrehst, glaube ich auch hier oben, guck mal nach oben, Konkurs. Also, wir müssen uns, glaube ich, alles merken, was wir jetzt quasi hier so sehen und gucken, passt es oder passt es nicht. Echt jetzt? Na, dann sollten wir uns vielleicht aufteilen, ne? Irgendwie denn. Dann würde ich sagen, Benny, nimmst du die linke Seite. Okay. Und die Decke? Ich nehme die rechte Seite und den Boden. Okay. Weil ich krieg das hier nicht alle, die backen irgendwie, da explodiert mein Kopf. Da bin ich recht schlecht, da schon in Memory bin ich verloren. Verloren! da ziehen mich Dreijährige ab. Okay. Also, guck mal hier nochmal kurz. Okay, hier haben wir zwei Lüftungsgitter, wir haben drei Türen und wir haben quasi einen Hydrantenzugang, wo eine Lampe leuchtet. Genau. So, okay, gut. Sieht aber erstmal soweit gut aus, würde ich behaupten. Gucken, ob wir jetzt das erste Level geschafft haben. Nö, also irgendwas war nicht richtig, aber ist auch wurscht. Denn müssen wir es anklicken? Nee. Wir müssen dann nur, wenn irgendwas nicht richtig ist, müssen wir zurücklaufen. Okay, wir einfach umdrehen und, also wir können jetzt nicht zurücklaufen. Nee, jetzt würde das nicht gehen, weil wir ja schon um die Ecke gelullt haben und gesehen haben, okay, da ist was nicht stimmig ist. Okay, also hier vorne darfst du nicht um die Ecke schauen. Hier ist quasi die Linie. Würde ich fast behaupten, ja. Okay, gut. Oh, wir können sogar rennen. Sprinten, okay. Ja, wir können sprinten. So, na gut, dann probieren wir es mal. So, Exit 8. Plakate sehen alle gut aus. So, dann schauen wir uns mal den Dude an da vorne. Das sieht auch erstmal okay aus. Socken hat er immer noch nicht. Handy hat er in der Hand. Tasche. Okay. So, türtechnisch sieht's noch identisch aus. Mhm. So, also Poster sind auch d'accord, ja? Ja, die Poster sehen alle so zumindest von der Reihenfolge her richtig aus. Immer Concurse. Sieht eigentlich alles ganz gut aus, glaube ich. Tja, was sagst du? Sollen wir weitergehen oder was? Ja, probieren wir mal. Nee, wir haben wieder was nicht gefunden. Da steht die 0. Aus der 0 muss eine 1 werden. Wie weit muss ich denn? Oh. Okay, das ist eine Anomalie. Jetzt würde ich sagen, wir gehen rückwärts. Gut, okay, alles klar. Weil zwei Typen, glaube ich, ist nicht der Norm entsprechend. Und wie wir sehen, ist da jetzt eine 1. Aha. Gut. Okay. Okay. So, was ist denn, wenn wir jetzt falsch liegen? Dann wird wieder zurückgesetzt auf 0. Und ich würde sagen, wir gehen zurück, weil oben ist die 8 verkehrt herum. Okay. Tatsächlich habe ich das auch gerade gesehen. Yay, das sieht gut aus. Ja. Okay. Okay. Ich würde auch wieder zurückgehen, weil da vorne ist was Gelbes auf dem Boden, was wir vorher nicht so hatten. Ja. Muster sieht anders aus. Okay. Läuft ja schon mal gar nicht so schlecht, Steve. Also, wenn wir erstmal den Typen mal angucken. Also, was ist, wenn der Typ die Anomalie ist und der an uns vorbei ist? Das weiß ich nicht, was dann passiert. Okay. Aber erstmal sieht's gar nicht mal so schlecht aus. Die Poster hauen hin? Oh. Ja. Okay. Stimmt, was stand nochmal hinten auf dem Schild? Oben? Stand da wieder dieses Konkurse? Ja, Concurse, genau.
Okay. Sieht erstmal gut aus. Tja, gehen wir jetzt weiter? Ja, komm. Ja, als dass es wieder auf Null geht, kann nicht passieren. Nee, wir haben die 4. Guck mal. Stage 4. Okay. Sieht erstmal auch von der Ferne aus okay aus. Boah, ist aber knifflig sowas irgendwie. Ja, ja. Aber das kriegen wir zusammen, kriegen wir das hin, Stevie. Wir sind, wir machen das. Ich mag deinen Optimismus, Benny. Wirklich. So, na dann. Gehen wir weiter? Ja, ja, klar. Ja, ja. Und dann. Und da sind wir bei der 5. Guck mal. Stage 5. Das ist ja hier, wir machen Speedrun. Okay, der Dude hat ein Handy in der Hand. Eine Tasche. Keine Socken. Ja. Okay. Sieht mal gut aus. Oh, Smoking. So, mal gucken nochmal kurz, die Poster passen. Schaut das auch gut aus. Ja, okay. So. Mal kurz nochmal nach links. Warte mal, 257 schreibt gerade Decke. Decke. Licht? Die Lackkatze schreibt Licht. Die Decke sieht irgendwie komisch aus. Jetzt brauchen wir sie. Wenn du sagst, wir sollten lieber rückwärts gehen, dann gehen wir vielleicht rückwärts. Die Lackkatze schreibt ja auch. Achso, deswegen mein. Ah! Wegen dem Ding meinst du? Okay, komm, dann lauf mal zurück. Kann ja sein, dass das die Anomalie ist. Okay. Schöner Tipp, vielen Dank. 257. Mal gucken, ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Nein, steht jetzt da eine 6 oder eine 0? Oh Gott, okay. Ja, ich glaube aber, das ist normal, dass der da steht. Geh ruhig weiter. Ja. Ja, ja, guck mal, war richtig. Schön, vielen Dank, 257. Keine Socken, Handy, Tasche, passt. Okay. Ja, Schilder sehen auch gut aus. Ja, sieht erstmal alles passend aus, aber gut, das habe ich davor auch schon gesagt, irgendwie, als ich die Sicht da oben noch nicht gesehen habe. Ah, ist halt schwierig. Was sagst du, Ben? Ich würde fast sagen, es sieht gut aus. Bei Decke sieht die auch gut aus. Tja, na denn, Daumen drücken, Leute, Daumen drücken. I got a bad feeling. I got a bad feeling, Benny. Ja, wir kriegen wir hin. Da steht immer noch Keep It Left. Und wir haben 7. Stevie, wir brauchen nur noch die, ja, und die nächste. Ja, warte, warte, warte. Ja, jetzt kriegen wir hin. Ich würde zurückgehen, da vorne ist so eine T-Figur. Silhouette. Ja. Genau, es sieht nicht gut aus. Okay, aber das war relativ klar. Und wir sind bei Stage 8. Wenn wir jetzt das richtig machen, haben wir das Spiel schon fertig. Dann war's das. Kein Druck, Benny, kein Druck! So, okay, jetzt müssen wir Jans hier noch kicken. Ja, ja. Okay, du siehst schon mal gut aus. Zumindest soweit wir mal sehen können. No Smoking. Schilder sehen auch erstmal okay aus. So, der Dude hat ein Handy, keine Socken, Tasche, keine Krawatte oder irgendwas. Ja. Seems okay for me. Gut aus. Die Augen, Alter. Es sind die Eyes. So, dann gehen wir mal zurück. Es sei denn, es war ein interaktives Display, denn was? Wir gehen jetzt zurück, Wir gehen zurück. Darf ich mal vorbei? Und gehen weiter. So. Weiter. Und okay. Wir gucken jetzt mal weiter. Haben wir jetzt was falsch gemacht? Nee, wir sind immer noch bei Exit 8, aber ich glaube, wir müssen jetzt einen Raum finden, der keine Anomalie hat, um wirklich rauskommen zu können. Okay. Wenn jetzt hier nur einfach die Schrift jetzt irgendwie anders ist oder dann einfach ein anderes Wort dasteht. Nee, ich glaube, so schlimm hoffentlich ist es nicht. Ich glaube, dass die eher dann vertauscht sind. Meinst du? Ja. Meinst du? Wäre ähnlich wie mit den Schriftzeichen an den Türen. Okay, wir sollten zurück. Renn? Ja, also, ja, zurück. Geh doch zurück. Mann, okay, wir sind immer noch richtig. Steht der Typ da, Alter. Als wenn er hier Empfang hätte. Können wir doch keiner was erzählen, hör mal.
Okay, wir brauchen jetzt einen Raum, der mal wirklich safe ist, damit wir rauskommen. So, wir lassen ansonsten mal haben wir es nämlich gleich geschafft, eigentlich. Wir lassen es uns mal kurz auf uns wirken hier. Wie sieht denn das alles aus? Passen. Tür ist. Hier haben wir die Anomalie. Hier ist der Tür ungefähr in der Mitte. Ja, okay. Ja, gut, dann auf jeden Fall wieder zurück. Ah, Schweinerei. Sehr gut. Hier vorbei, wenn man so eine Nackenschelle so. So, das Game will uns nicht gehen lassen, so sieht's aus. Ja. Oh, ist aber auch wirklich ein fieser, weiße, kachelter Raum, also. Ja. Holy moly. Okay, Torben sieht auch erstmal soweit in Ordnung aus. Poster passt soweit, ja? Vom ja, warte, Abstand noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay, passt. Genau. Super, okay. Türen sieht auch diesmal ganz gut aus. Konkurs. Passt soweit. Sieht gut aus. Tja. Ja, ich würde jetzt sagen, also. Safe, eventuell. Also, ich würde vorsichtig sagen, safe. Hey Mutti, grüß dich. Hi. Hallo. Frohe Weihnachten. Ja, also, ich würde auch sagen, wir sind hier auf dem richtigen Weg und hoffentlich bald beim Ausgang. Das werden wir gleich sehen, wenn du da rechts abbiegst. Spannung steigt. Die Spannung steigt. Ich dreh mich jetzt um, Benny. Ich dreh mich um. Drück die Daumen. Drückst du die Daumen, Benny? Na, so leicht. Und wir haben was übersehen. Oh, no! Echt jetzt? Wir fangen wieder bei Null an. Wir haben irgendwas übersehen. Irgendeine Anomalie gab's. Oh, no! Ist die Kamera da oben an? Die Kamera ist rot da oben. Ja, ne? Die Kamera ist rot. Genau, rückwärts. Sieh sonst nämlich nicht an. Sehr gut. Gut sauber gesehen. So, okay. So, dann lassen wir nochmal hier dieses wunderschöne Bild auf uns wirken. Ich bin mir nicht sicher, ob da vorne leuchtet die Lampe rot rechts. Ja, also aber die ist ja vom Feuerding ins. Ja, aber hat die vorher die ganze Zeit rot geleuchtet oder war ich quasi. Glaub, ja. Ja? Ich bin der Meinung, ja. So. Okay, Torben auch alles in Ordnung soweit. Wir gucken mal. So. Ich bin der Meinung, dass es die ganze Zeit da rot auch geleuchtet hat. Also, dass da eine rote Lampe ist, ist auf jeden Fall. Aber Wasser zurück ist gar nicht gut. Blut. Ja, das ist kein Wasser, das ist Stuhlwasser. Ja, aber ist auf jeden Fall nicht wichtig. Ja, Mann, ja, Torben! Oh, tschüss. Ah, das war doch wieder, das war Jack. Das war Jack vorne aus dem Likörladen. Oh, der läuft schneller, der alles klar, läuft, wir sind aber weg. Okay. Wir sind weg. So, fünf. Dann if you're 555, then I'm 666. Sagt Torben. Torbi sieht soweit okay aus. Okay. Ja. So, Poster passen für dich auch? Ja. Wobei. Weißt du, was mir gerade auffällt? Nee. Hat die Figur an dem blauen Poster schon immer so einen schwarzen Augen gehabt? Oh. Oh, sieht schon creepy aus. Das fällt mir erst jetzt auf, weil die so krickel-krakel-mäßig aussieht. Das zweite Poster, ja, genau. Das ist das zweite Poster, wo ich mir denke, so, ich glaube nicht. Ich glaube, das sah vorher anders aus. Bin ich weg auch bei dir, Benny, also. Also ich würde fast sagen. Ja, hat jetzt sich das Scheiß zurück. Also der Rest der Figur sieht ja anders gemalt aus. Genau. Das würde ich auch sagen, Anomalie. Luther kann Benny. Haltet Adlerauge! Zum Glück, Nummer 6. Ich hab mich jetzt geärgert, wer es jetzt genau das nee, nicht gewesen. Nee, das war schon safe, das Ding. So, Torbi. Ah, sieht wieder gut aus. Ja. Der Schlawiner. Ja genau, guck mal, jetzt sieht sie nämlich auch anders aus vom Gesicht her. Ja. Scheiße, muss ich auch noch darauf achten, das ist ja lecko mio. Das ist finster jetzt tatsächlich, das ist wirklich übel. Für mich sieht's gut aus, aber das sah es vorhin auch schon auf Stufe 8. Also ich würde sagen, ja. Also ich würde durchgehen. Ja. Okay, ja. Gut, geh mal durch. Vertrau deinem Urteil, Benny. Ja! Level 7! Der Druck! Dieser Druck! So kurz vorm Ziel stehen wir wieder. Ja, ist halt nochmal so ein Manzen hingelegt. So, okay. Now take a look. So, ja. Eine Tür fehlt. Eine Tür fehlt. Stimmt. Eine Tür fehlt. Hast du völlig rasht. Stage 8.
Freunde. Wir sind auf Stufe 8. Ja, warum schon mal? So. Okay. Ja, es sieht gut aus, ne? Kamera ist da. Ich würde mal ganz kurz hier vorne hingehen. Mal einen Blick kurz in die Gänse werfen. Mhm. Okay, Decke ist. Sieht in Ordnung aus. Der Boden sieht in Ordnung aus, oder? Ja. Wir müssen mal pokern, Benni. Wir müssen mal pokern. Ich würde sagen, es sieht gut aus. Bin mir jetzt gerade bei der Kante hier nicht so sicher. Aber war die vorher nicht auch schon da? Das weiß ich nicht. Tatsächlich, wir haben die Türen meistens. Ich hab mir die so genau, halt mir die Türen hier unten. Wir sind nie so nah rangegangen. Ich bin der Meinung, die waren vorher auch da, weil mir nämlich dieser dreckige Rand da quasi irgendwie aufgefallen ist. Deswegen hatte ich gefragt gehabt, ob die schon immer so dreckig waren. Mhm. Ja, von hier sieht man es auch nicht so, ne? Tja, dann würde ich sagen, komm. Alles ja, auf komm. Eine Karte, wir gehen rum, ne? Ja. Ah, Daumen drücken. Oh, please. Wie gesagt, entweder kommen wir jetzt zum Ausgang oder wir fangen wieder bei Null an. Na, der Koffer, der Ausgang. Komm, gib mir den Ausgang. Der Ausgang. Ja, das ist der Ausgang. Da ist er. Freedom. Wir haben es geschafft, Benni. Ja, sehr nice. Ah, Tageslicht. Frische Luft. Ja. Muss ich ganz ehrlich gestehen, hätte ich jetzt nicht gerechnet mit. Wieso? Also generell, dass wir das so schnell schaffen. Ja. Schön fantastisch. Und wenn ihr auch an uns geglaubt habt, denn, ihr Lieben, schreibt da drunter mal in die Kommentare unten rein. Und wir würden uns sehr darüber freuen, mal von euch zu lesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne mal ein Abo auf dem Kanal da. Und Ben und ich freuen uns auf jeden Fall, euch bei unserem nächsten Projekt wiederzusehen. Bis dahin, wir sehen uns auf der nächsten Ebene. Ciao, ciao. You there. 18 auf Anomalien. Ich glaube, wir haben nicht alle 18 gefunden, aber okay. That have not been found. Achso, wir haben 18, die wir nicht gefunden haben bis jetzt. Was? Okay, es gibt anscheinend mehr Anomalien, aber wir haben 18 anscheinend noch nicht gesehen. Oh, der Typ ist hier pixelt. Was ist denn mit ihm verkehrt? Nö, es hat was im Gesicht. Okay. Tschüss, Torben. William. Johansson. Der rote hier ist, umso mehr ich ihn angeguckt habe, guck mal, wie das wächst. Oh, ja, schön. Netter Effekt. Torben sieht größer aus. Findest du? Ich finde, der sieht größer als normal aus. Guck dir das mal an, wie groß der ist. Auf jeden Fall, Torben ist ein bisschen gewachsen, der Plateauschuhe an. Und okay, alle Bilder sind anders. Ja, wunderbar. Türen passen hoch. Türen passen nicht. Okay, ich bin... Tschüss. No, nope. Turn back. Okay. Wir gehen lieber wieder zurück. Nö, das war safe. Das war safe. Also, da keine Veränderung. Das ist sicher. Benni, du kannst gerade aussehen.